Shylock? Ja, ich hab sie bei der Hand. Portia, nehmt einen Fälscher, Shylock, für euer Geld, ihn zu verbinden, dass er nicht verblutet. Also es soll einer kommen, nachher ihm helfen und so weiter, dass er vielleicht noch überleben kann. Shylock, ist das so angegeben in dem Schein? Wow. Er will ihn sterben sehen. Da kommt kein Sanitäter. Das ist nicht vorgesehen. Steht ja nicht im Schuldschein. Das ist schon der Hammer. Aber ich, bitte, wir müssen uns selber überprüfen. Wir haben alle schon Situationen wahrscheinlich erlebt, wo wir in dieser Energie waren. Wo wir fordern bis zum Recht und wir meinen, wir fordern eine gerechte Forderung. Wir sehen in dem Moment zu wenig. Wir sehen einen Ausschnitt. Wir wissen gar nicht, was wir tun. Wir sind wahnsinnig. Wie dieser Shylock in Egomanie wahnsinnig ist. Ist er ja. Und wir meinen, wir können uns das leisten. Und wir schneiden uns selber das eigene Fleisch raus. So könnte man hier buchstäblich sagen. Aber wir merken es gar nicht, was wir tun. Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es wirklich nicht. Sie sehen es gar nicht, weil sie an Körper glauben. Weil sie glauben, ja wieso, dem schneide ich doch raus, nicht mir. Sieht man doch. Und im Geiste zählt das nicht. Im Geiste ist es ein Prozess. Der eine Gottessohn, der in milliardenfacher Zersplitterung in sich und an sich selber leidet. Ob ich dann Stalingrad nehme oder sonst was, ja, es ist immer, Russen und Deutsche, es ist immer dieselbe Geschichte. Wir erschießen uns selber, wenn wir andere erschießen. Portia, es steht nicht da. Allein, was tut's? Es wäre doch gut, ihr tätet das aus Menschenliebe. Sie appelliert noch einmal an ihn. Wenigstens da. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist gigantisch. Shylock, ich kann's nicht finden. Ist nicht in dem Schein. Das ist KZ, das ist sonst was. Das ist Folter, das ist alles. Was für die letzten Albträume. Portia, kommt, Kaufmann, habt ihr irgendwas zu sagen? Antonio, nur wenig. Ich bin fertig und gerüstet. Gebt mir die Hand, Bassanio, lebet wohl. Es kränk euch nicht, dass dies für euch mich trifft. Denn hierin zeigt das Glück sich gütiger, als sein Weiß ist. Immer lässt es sonst Elende ihren Reichtum überleben, mit hohlem Aug und faltger Stirn ein Alter der Armut anzusehen. Von solcher Schmach, langwieriger Buße nimmt es mich hinweg. Empfehlt mich eurem edlen Weib, erzählt ihr den Hergang von Antonius Ende, sagt, wie ich euch liebte, rühmt im Tode mich. Und wenn ihr es auserzählt, heißt sie entscheiden, ob nicht Bassanio einst geliebt ist worden. Bereut nicht, dass ihr einen Freund verliert, und er bereut nicht, dass er für euch zahlt. Denn schneidet nur der Jude tief genug, so zahle ich gleich die Schuld von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, ja. Schuld und Sühne, sprich Opfer. Hier haben wir das bis in die blutige Wirklichkeit. Es geht um diesen Grundkonflikt. Und der ist geistiger Natur. Wir fordern das ja auch, subtil auf geistigen Ebenen, wie auch immer. Als wären uns andere etwas schuldig. Wer Frieden haben will, sollte die Schuldner freisprechen. Es ist heilsam, hier und da zu verzichten. Großzügig zu sein. Wenn einer nicht freiwillig zahlt, was soll's? Soll man sich unendlichen Prozessen hingeben? Ich empfehle, das zu bedenken. Mein Frieden ist mir doch wichtiger. Was soll's? Ja, also hier und da ist es sinnvoll. Man wird immer dran geben müssen, hier in dieser Welt. Aber was soll's? Ja, also wenn es Sinn macht, kann man sich die Frage stellen. Bassanio, Antonio, ich habe ein Weib zur Ehe, die mir so lieb ist als mein Leben selbst. Doch Leben selbst, mein Weib und alle Welt, gilt höher als dein Leben nicht bei mir. Ich gäbe alles hin,
ja opfert alles dem Teufel da, um dich nur zu befreien. Portia, jetzt kommt natürlich ein heißer Kommentar, das wüsst euer Weib gewiss euch wenig Dank, wer sie dabei und hört, euer Anerbieten. Sie ist ja dabei, sie ist es ja. Das ist schon heiß, ja. Also, das ist schon eine starke Szene. Graziano, ich habe ein Weib, die ich auf Ehre liebe, doch wünschte ich sie im Himmel, könnte sie dort eine Macht erflehen, des hünschen Juden Gemüt zu ändern. Nerissa, also seine, das ist die Dienerin vom Advokaten, das ist wieder die Frau vom Graziano, ist immer so doppelt, die Doppelpaargeschichte. Nerissa sagt, gut, dass ihr es hinter ihrem Rücken tut, sonst störte wohl der Wunsch des Hauses Frieden. Also, ja, die kommen alle mit markigen Wünschen, nicht? Also dem Bassanio wird diese Liebe zu teuer. Der Preis ist zu hoch. Er wünschte, er müsste ihn nicht zahlen, nämlich das Leben vom Antonio setzen. Es ist zu viel. Was nützt da diese Liebe? Ja, also der Preis ist schon sehr hoch, auf Kosten eines anderen. Shylock beiseit, so sind die Christenmänner. Ich habe eine Tochter, wäre irgendwer vom Stamm des Barabbas ihr Mann geworden, lieber als ein Christ. Die Zeit geht hin, ich bitte euch, kommt zum Spruch. Portia, ein Pfund von dieses Kaufmanns Fleisch ist dein. Der Hof erkennt es und das Recht erteilt es. Shylock, o höchster, gerechter Richter. Und dann kommt gleich das Ende. Ich möchte noch kurz eine Ausführung aus dem Kurz bringen. Ich sage es für alle, die vielleicht das Buch oder zu Hause nachlesen wollen. Seite 654 im Textbuch, 31. Kapitel, Römisch 3, der Selbstankläger. 654. Nur Selbstankläger verurteilen. Einer der wichtigsten 100 Sätze oder 1000 Sätze aus dem Kurs, muss ich sagen. Es sind doch arg viele. Nur Selbstankläger verurteilen. Wie komme ich dazu, einen anderen zu verurteilen? Also Shylock hier, den Antonio zum Tode in dem Sinne. Er fordert ja seinen Tod. Er fordert das Recht. Ja? Wie kommt er dazu? Weil er ein Selbstankläger ist. Nur läuft das unbewusst ab. Er verfolgt den anderen und im anderen eigentlich seine eigene Schuld. Was suchen wir da, wenn wir andere verfolgen? Wovon lenkt das ab? Von einem Konflikt im eigenen Geist. Freud würde sagen Projektion. Das ist wieder die Schuldprojektion. Und wir fühlen eine genüssliche Zufriedenheit, wenn wir den anderen zur Strecke gebracht haben. Aber eigentlich haben wir uns zur Strecke gebracht. Nur das ist, es bleibt versteckt, es bleibt ja verschleiert. Also auch der Schauer, den wir empfinden, wenn wir Grausamkeiten draußen sehen, ist ein Schauer in Bezug auf unsere eigene mögliche Grausamkeit, die in uns ist, in jedem. Also das ist dieser Vorgang. In dem Moment, wo es Körper gibt, können wir es scheinbar draußen sehen bei den anderen. Und das bin ja nicht ich. Es sind ja Gott sei Dank die anderen. Und das stimmt so nicht. Ja? Und selbst, ich kann gern aktuellen Anlass kommentieren, ja, Madame Käßmann in Deutschland, nicht die evangelische Bischöfin, warum macht diese Frau sowas? Warum fährt sie mit 1,5 noch was Promille, ja, und lässt sich erwischen? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Vielleicht hätte sie es ja hinkriegen können, dass sie heil nach Hause kommt. Sie lässt sich noch erwischen, weil sie auch, wie wir alle, einen Schuldkonflikt hat, der unbewusst ist. Sie bringt sich selber zur Strecke. Sie demontiert sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere selbst. Das machen die meisten. Das kann man beobachten. Der Druck ist dann zu groß. Sie muss ja gut sein. Sie ist eine Projektionsfläche, Bischöfin, ja, evangelische Bischöfin, für Unschuld, für Rechtmäßigkeit, für, ja, und jetzt kann man nur darauf warten, wenn sie diesen inneren Konflikt nicht erkennt und nicht bearbeitet, kann man nur darauf warten, wann stürzt sie ab. Das kann man, da kann man fast die Uhr nachstellen. Irgendwann kommt's.
Also mich wundert es nicht, dass genau das passiert, was passiert ist, wo jeder sagt, wie kann die? Wie dumm, wie absolut dumm. Ja? Und sie demontiert sich selber, weil sie spürt, der unbewusste Teil in ihr, ja, sie mag also beliebt sein, wie sie will, das nützt ihr in dem Moment gar nichts. Ein Teil in ihr spricht sie selber schuldig. Das ist aber nicht bewusst, das ist unbewusst. Und das anzugehen, da ist das genialste Buch, was ich kenne, eben dies hier, Der Kurs in Wundern. Weil er in der tiefen Psychologie genial ist und das den Konflikt offen darlegt, wie er eigentlich ist. Die Leute demontieren sich selbst, machen wir alle am Ende, ja? Besonders wenn wir hochsteigen. Sie hatte ja einen genialen Aufstieg. Und dann auf dieser Höhe, wo sie leuchtet, ja, weiß, hell, genau da stürzt sie ab. Weil die Gegenkraft offensichtlich jetzt zum Zuge kommt und sie geradezu danach verlangt. Ein Teil in ihr verlangt nach diesem Schuldigsein. Das klingt vielleicht völlig verrückt, aber das ist so. Wir sind verrückt. Wir sind ja alle nicht ganz dicht. Ich bleibe dabei. Und ich sage wir, damit meine ich auch mich. Wir ticken wirklich nicht ganz sauber, weil wir einen Hang haben, diese Schuld dann auch erleben zu wollen. Da ist ein innerer Drang, dass wir dann schuldig werden wollen und abstürzen wollen, nach dem Motto, ach endlich. Jetzt bin ich aus diesem Höhenflug rausgefallen, wie der Ikarus, stürze ab und ich erlebe mich wieder als auch bestraft und ungerecht behandelt und wie auch immer. Der Schuldkonflikt kann neu aufgelegt werden in meinem Geist. Das ist völlig klar. Das machen die Leute alles selber. Das macht kein böser Teufel da draußen. Das Problem ist im eigenen Geist. Ja? Und das tragen wir alle mit uns rum. Deswegen ist es so wichtig, wer so hoch aufsteigt, muss sein Amt als völlig bedeutungslos sehen. Das wäre die beste Lebensversicherung. Das wäre nämlich Demut. Aber das ist natürlich schwierig, weil ja ein Ego damit einhergeht. Das Ego rennt ja wie ein Hund immer mit. Ja? Und es gibt seinen Kommentar dazu, sagt, jetzt hast du es geschafft, jetzt, nach 11 Jahren Bischöfin sein, jetzt noch die Leitende, ja, der EKD und so weiter, also höher geht's nicht mehr. Wie Thomas Gottschalk mal sagte in einem Interview, wissen Sie, ich bin oben, jetzt gibt's nur noch einen Weg, runter. Ich kann nur noch runtergehen. Es ist völlig klar, mehr geht da nicht mehr. Ich habe alles so weit hier erreicht in diesem Rahmen. Ja? Und da hat er recht. Es ist völlig klar, er wartet eigentlich auch auf den Abstieg. Nicht? Und es geht darum, die Bedeutungslosigkeit dieser weltlichen Funktion zu sehen. Sie hat keinen Wert in sich. Es geht um etwas anderes, um einen geistigen Heilungsprozess. Und wer den sieht und den angeht, der müsste nicht abstürzen. So weit würde ich jetzt gehen. Es ist nicht nötig. Es ist kein Zwang. Aber wer setzt sich schon mit diesen tiefen Prozessen auseinander? Wo ist uns denn das gezeigt worden? Das hat uns ja niemand beigebracht. Die Kirche am wenigsten. Die malt ja sowieso nur schwarz und weiß. Ja? Die Schafe und die Böcke und so weiter, nicht? Und das ist eben dieser Grundkonflikt, an dem generell natürlich besonders auch die Kirche leidet, weil sie die Schuld für real, für wirklich hält. Sie glaubt ja wirklich, wir müssen büßen, wir müssen ein Opfer bringen und dann wenigstens doch das Opfer Jesu so blutig wie möglich. Passion da mit Mel Gibson, ja, wer den Film damals gesehen hat, blutiger ging es dann wirklich nicht mehr. Das war ja ein Hohelied auf das Blutvergießen Jesu, ne? Und zwar auch in einer Aggression gegen das Judentum wieder. Das also kommt für mich bei Mel Gibson in dieser schrecklichen Verfilmung, die Passion Christi. Hat das jemand gesehen? In lateinischer Sprache mit Untertiteln. Ich habe das damals in Amerika gesehen. In lateinischer Sprache, alles lateinisch, nicht umsonst in lateinischer Sprache. Das war ein Fest auf die katholische Kirche gegen das Judentum, ganz klar. Und auch ein Seitenhieb, eine Aggression nochmal. Und nach dem Motto, es muss Blut fließen. Ja? Und die Juden, die nehmen das Opfer nicht an. Und dafür sollen sie noch einmal leiden. Ne? Also in Amerika ist ja auch eine tiefe Spaltung zwischen Christentum und Judentum. Das ist uns hier vielleicht nicht so bekannt, aber das ist drüben so. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja viel drüben war. Und dieser Konflikt zeigt sich da wieder in diesem Film, die Passion Christi. Das, also für mich ist das eine Horrorgeschichte, weil es nur die Idee des Opfers ja verherrlicht
und damit den Opfertod. Und das ist die Lehre der Kirche. Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Wir sind wirklich schuldig. Wir haben es geschafft, ein Reich außerhalb des Gottesreiches zu errichten. Das ist ja die Botschaft. Wenn das möglich ist, dann ist Gott nicht allmächtig. Dann muss er genauso wahnsinnig sein wie wir. Zumindest genauso schwach oder genauso verrückt. Oder das ist verrückt, diese Idee. Das ist ja die Grundfrage. Gibt es ein Leben, eine Existenz außerhalb des Himmels? Außerhalb der Totalität Gottes? Gibt es die? Wenn das hier das ist, wenn das wirklich ist, dann hat Gott verloren. Dann haben wir es wirklich geschafft. Oder beziehungsweise da müssen wir uns wirklich vor ihm fürchten, weil er wird sich an uns rächen. Er wird uns bei den Hammelbeinen kriegen und niedermachen und fertig machen. Und das ist die Todesangst, die aufkommt, wenn man an dieses jüngste Gericht denkt. Und zwar das jüngste Gericht ist die Überschrift bei diesem Bild. Nicht? Da kommt der richtende Engel und die einen nach links, die anderen nach rechts. Und ich habe das in Beziehung gesetzt zu einem Bild in einer sehr starken Situation. Das ist eine Anklägerin, die klagt an eine KZ-Aufseherin nach dem Zweiten Weltkrieg, laut Bergen-Belsen. Die Amerikaner sind da, oder die Engländer, ich weiß nicht mehr genau, und die wird angeklagt. Und jetzt, das ist die Anklägerin, das ist nicht die Täterin, das ist die Anklägerin, das ist die Täterin. Die schaut nach unten, still. Und ist geschockt auch, natürlich, ja, und betroffen. Und sie klagt an, und in dem Gesicht sehe ich nur eins, ein Rachebedürfnis. Und das ist das jüngste Gericht als Vorstellung des Rechtens, ja, ist eigentlich eine Idee der Rache, dass zum Schluss die gegen Gott aufbegehrt haben, das sind wir alle, da schafft das keiner, die können alle einpacken, die sind alle fertig. Wir hängen ja alle der Idee an, dass ein anderes Reich möglich ist als der Himmel. Denn dies ist ja offensichtlich nicht der Himmel. Das haben wir ja wohl alle schon gemerkt. Ja, das dürfte klar sein, dass hier nicht die Liebe zu finden ist in dieser Welt. Wo ist sie denn? Ja, das soll mir mal einer zeigen. Hier ist Hauen und Stechen. Hier geht es um Übervorteilung und so weiter. Und das ist Ausdruck dieser Situation, wo sie sich anmaßt, urteilen und richten zu können über die andere Frau. Dabei hat sie dieselbe Aggression in diesem Gesichtsausdruck. Jetzt wird sie zur Täterin und würde sie am liebsten hinrichten. Und das ist auch der Shylock, ja, der dann sagt, und jetzt soll die sterben. Ne? Für ihre Taten soll sie büßen. Die Idee der Buße und des Opfers ist eine Ego-Idee. Damit wird nichts geheilt. Gar nichts. Überhaupt nichts. Aber wir glauben das immer noch. Weil das hängt tief im Christentum drin. Das haben wir ja gefressen. Ne? Dass ein Opfer nötig ist. Und deswegen wollen wir auch immer opfern. Deswegen wollen wir auch immer etwas dagegen setzen. Wir wollen irgendwie wieder ins Plus kommen. Und wer so rechnet, der hat schon verloren. Das ist nämlich neurotisch, wenn man so rechnet. Da kann man einpacken, da wird man verrückt bei. Und an dem Schuldkonflikt überhaupt werden wir auch und sind wir alle schon verrückt geworden. Und die Kirche leider, die katholische Kirche insbesondere, aber auch andere Gruppierungen, haben diesen Schuldkonflikt noch kultiviert und dann auf die Spitze getrieben durch das blutige Opfer Jesu, dass der leiden muss. Wie kann Gottes Sohn, wenn er Geist aus Gottes Geist ist, leiden? Da muss Gott ja genauso verrückt sein wie wir. Dann fängt er auch an zu leiden, opfert seinen eigenen Sohn und so weiter. Also für mich ist das eine verrückte Idee. Jesus hat mit Sicherheit nicht gelitten, weil er durch war, weil er jenseits des Egos war, weil er diese Sphäre hinter sich gelassen hat. Wie konnte der leiden? Der hat nur gesagt, mein Gott, die sind alle wahnsinnig, hilf ihnen. Ich gehe gerne hin, ich erzähle ihnen was von der Liebe und von diesem tiefsten Frieden, der ja bereits in ihnen ist. Sie haben ihn nur nicht gewählt. Sie wählen den Aufstand. Und das ist eben die Idee vom jüngsten Gericht auch. Ja, die ist genauso wahnsinnig, wie Mord und Totschlag wahnsinnig sind. Es bringt alles nichts. Also ich möchte kurz noch ein Stück aus dem Kurs zitieren, nochmal zur Thematik. Wir kreisen ja immer wieder um dasselbe Kernthema. Nur Selbstankläger verurteilen, heißt es da. Du hast, H-S-S-T, ja, hassen. Du hast deinen Bruder nie um seiner Sünden, sondern nur um deiner eigenen Willen.
Bah, das ist ein guter Satz. Der geht rein, da. Ja, das ist wie ein Zen-Meister, der kommt und sagt, bong, Reinhard, wach auf. Ja, werde klar. Ja, das ist für mich wie so ein Zen-Schlag, ja. So, aufwachen, ne? Du hast deinen Bruder nie um seiner Sünden, sondern nur um deiner eigenen Willen. Das nennt man die Projektion, ist ganz klar. Welche Form seine Sünden auch anzunehmen scheinen, sie verschleiert nur die Tatsache, dass du glaubst, sie seien deine und verdienten deshalb den gerechten Angriff. Nochmal, welche Form die Sünden meines Bruders, seine Sünden auch anzunehmen scheinen, übrigens auch die Klerikalen, Pädophilen und so weiter, wer auch immer das ist, müssen wir genauso mit umgehen. Nicht, dass das nicht verfolgt werden darf, das muss aufgeklärt werden. Dagegen sage ich nichts, im irdischen Sinne, ja. Aber wir müssen immer diese Konflikte auf die eigene Ebene wieder übertragen. Wie reagieren wir darauf? Ja, Täter, Opfermäßig, was sind die Energien? Kommen wir an den eigenen Schuldkonflikt heran? Man kann die Tagesschau oder die Nachrichten im ORF dafür nutzen, ja, dass man diese Innenarbeit leistet. Was regt mich denn da auf? Oder wo meine ich denn, da müsste man doch mal draufschlagen. Ne? Ja, ja, wir schlagen immer nur uns selbst. Welche Form seine Sünden auch anzunehmen scheinen, sie verschleiert nur die Tatsache. Formen sind dazu da, um geistige Tatsachen zu verschleiern. Sie nicht deutlich werden zu lassen. Dafür sind Formen da. Der Inhalt interessiert uns, nicht die Form. Der Inhalt ist immer derselbe. Schuld, Angst und Hass. Sie verschleiert nur die Tatsache, dass du glaubst, sie seien deine und verdienten deshalb den gerechten Angriff. Warum sollten seine Sünden Sünden sein, wenn du nicht glaubtest, dass sie in dir nicht vergeben werden können? Richtig. Genau. Wir glauben ja nicht an die Vergebung. Wir glauben nicht an die Liebe. Nicht wirklich. Wir erwarten das dicke Ende. Warum sind sie in ihm wirklich, im Bruder, wenn du nicht glaubtest, sie seien deine Wirklichkeit? Allerdings. Allerdings. Ja? Sage mir, wie du die Welt siehst und ich sage dir, was in dir los ist. Mehr braucht's gar nicht. Das hat schon der Hegel, ne? Hegel, der große deutsche Philosoph, hat das schon gesagt, nicht? Unsere Aussagen über die Welt sind immer Selbstaussagen. Und weshalb greifst du sie denn allerorten an, wenn nicht, weil du dich selber hasst? Was ich in den anderen verfolge, verfolge ich eigentlich in mir. Wir sind Täter und Opfer, wir sind Richter und Verurteilter, alles in einer Person. Wir machen das alles selber. Und Jesus sagt, bitte hör damit auf, bitte komm mal zur Besinnung. Bitte sei still, schaue mit mir das an. Alleine kannst du es nicht friedvoll anschauen. Das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Wir werden explodieren, weil wir die Spannung nicht aushalten. Es ist eine Grundspannung. Die Schuld ist eine dramatische Energie in uns, die zur Angst führt, dem größten Gefühl neben der Liebe. Und dann zum Hass, dass wir sie nämlich wegschleudern wollen, proizere rauswerfen, rausschleudern auf andere. Und weshalb greifst du sie dann aller Orten an, wenn nicht, weil du dich selber hast? Bist du eine Sünde? Ja, natürlich. Und wir wissen es. Wir wissen es in dem Sinne, dass wir glauben, wir haben das Unmögliche vollbracht. Der Angriff auf den Himmel ist gelungen. Wir haben unser eigenes Reich aufgebaut. Und unser Reich trieft vom Blut. Es kostet was. Ja? Die Idee des tausendjährigen Reiches im Nationalsozialismus. Das sind diese Ideen, klar. Und Amerika träumt diese Ideen und der Kommunismus träumt diese Ideen. Es ist immer der Ausdruck eines Angriffs auf die höchste Autorität. Wie hieß es in der DDR? Auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Naja, dann mal zu. Dann mal zu. Die Sache hat sich erledigt mittlerweile mit dem real existierenden Sozialismus. Ja? Also irgendwann, nicht, kann es doch zu einer Wende kommen, dass Menschen anfangen, da genau hinzuschauen und sagen, hier stimmt was nicht und wir machen da nicht mit.
Immerhin, die Revolution in der DDR, wenn man das so sagen darf, kam ja aus Kirchenkreisen. Das wollen wir mal positiv, ja, aus religiös-philosophischen, humanistischen Kreisen, sagen wir im weitesten Sinne, das wollen wir mal zugutehalten. Da wurde ja nachgefragt, da wurden ja Fragen gestellt. Dass dann viele aufgesprungen sind, war gut und richtig so, ist völlig in Ordnung, weil es braucht die ganze Energie des Volkes, um die Wende dann auch umzusetzen. Das ist okay. Aber die Denker, die geschaut haben, die nachgedacht haben, die hinterfragt haben, das waren zuerst nur ganz, ganz, ganz wenige. Das waren nicht viele. Und die haben angefangen. Gedanken sind infektiös, wussten Sie das? Wie Viren. Deswegen unterdrückt man sie ja auch, unliebsame Gedanken von Staats wegen, in gewissen Regimen. Die werden unterdrückt, weil sie wissen, wie gefährlich das ist, wenn die Leute anfangen, neue Gedanken zu denken. Gedanken sind die Bausteine des Universums. Und Gedanken sind die Basis für unseren Erlösungsprozess, nämlich rechtgesinnte Gedanken. Gedanken, die der Wahrheit der Liebe entsprechen. Bist du eine Sünde? Wann immer du angreifst, antwortest du mit Ja. Denn durch Angriff erklärst du, dass du schuldig bist und geben musst, was du verdienst. Merken Sie diese Paradoxie? Das ist verrückt. Ich schlage auf den anderen ein und eigentlich sage ich, ich verdiene Strafe. Ich verdiene Strafe, aber er soll's haben. Es ist leichter, dass er blutet als ich. Und eigentlich schreie ich nach meinem Blut. So verrückt sind wir. Aber es projiziert sich auf den anderen. Und was kannst du verdienen, außer was du bist? Und wenn du nicht glaubtest, du verdienest den Angriff, würde es dir nie einfallen, überhaupt jemanden anzugreifen. Allerdings. Wunderschöner Satz, nicht? Und wenn du nicht glaubtest, du verdienest Angriff, ich verdiene Angriff. Wenn ich das nicht glaubte, könnte ich niemanden angreifen. Ich müsste es doch gar nicht. Wozu denn? Was würdest du dadurch gewinnen? Was könnte das Ergebnis sein, welches du haben möchtest? Und wie denn könnte Mord dir Nutzen bringen? Sünden, und jetzt kommt ein wichtiger Satz hier, Sünden sind in Körpern. Sie werden nicht im Geiste wahrgenommen. Wir brauchen die körperliche Projektionsfläche, das Szenario eines Antonio und Shylock. Ja? Wir brauchen Körper, Figuren. Es sind alles nur Figuren. Der Kurs sagt also in dem Sinne Holzstücke, die durch die Gegend laufen, Marionetten, im Geiste projiziert. Der eine kollektive Geist des träumenden Gottessohnes projiziert sich selber in milliardenfacher Zersplitterung in eine Menschheit hinein, die scheinbar mit 7 Milliarden oder wie viel haben wir im Moment, 8 Milliarden autonom einzelne Individuen hier herumlaufen, als wären die getrennt voneinander. Verrückt, verrückte Idee. Niemand ist getrennt. Wir hängen alle zusammen. Wir sitzen alle wirklich in diesem Sinne im selben Boot. Sünden sind in Körpern. Sie werden nicht im Geiste wahrgenommen. Richtig. Das ist das Problem. Würde ich nämlich das Problem im eigenen Geist wahrnehmen, könnte ich es dort bearbeiten. Da ich es aber im Körper wahrnehme, eines anderen natürlich, gelingt dieser Kunstgriff der Projektion. Sie werden nicht als Zwecke, sondern als Handlungen gesehen. Der Körper handelt, der Geist nicht. Merken Sie, das ist verdreht, das ist die Ego-Ideologie. Ach, der Körper tut doch was. Nein, der Geist gibt dem Körper Befehle in Wahrheit. Von sich aus macht dieses Holzstück hier gar nichts. Das fällt tot um. Aber wenn mein Geist da drin ist und sagt, beweg dich, dann bewegt er sich, dieser Körper. Ohne den Geist, ohne diesen Geist, da hätte keiner der vielen Soldaten, die 10 Jahre noch Kriegsgefangenschaft erlebt haben, ja, in Russland überleben können. Wenn nicht ein Geist in diesem Körper gewesen wäre, der gesagt hätte, ich will überleben und ich komme zurück, ich schaffe das. Und wenn der Geist sich aufgibt, diesen Körper, dann stirbt er, dann fällt er tot um, dann erfriert er, dann bewegt er sich nicht mehr. Der Körper handelt, der Geist nicht. Deswegen muss der Körper um dessen Willen, was er tut, im Unrecht sein. Er wird nicht als ein passives Ding gesehen, das deinen Befehlen gehorcht und von sich aus gar nichts tut. Wenn du Sünde bist, bist du ein Körper, denn der Geist handelt nicht. Verstehen Sie die Ebene?
Der Körper tut da was, aber es ist der Geist, der den Befehl gibt, das zu tun. Bloß das wird nicht gesehen. Wir identifizieren es mit der Körperebene. Und es stimmt ja so nicht. Und der Zweck muss im Körper sein, nicht im Geist. Der Körper ist nicht das Problem, es ist der Geist. Aber wir wollen es auf den Körper verschieben, auf eine äußere Person verschieben wir das Problem. Der Körper muss von sich aus handeln und sich selber motivieren. Wenn du Sünde bist, schließt du den Geist im Körper ein und seinen Zweck gibst du nun seinem Kerkerhaus, das statt seiner handelt. Ein Kerkermeister folgt keinen Befehlen, sondern zwingt dem Gefangenen Befehle auf. Dennoch ist der Körper der Gefangene, nicht der Geist. Der Körper denkt keine Gedanken. Er hat keine Macht zu lernen, zu verzeihen oder zu versklaven. Er gibt keine Befehle, denen der Geist dienen muss, noch legt er Bedingungen fest, denen er gehorchen muss. Wir wissen das. Ich meine, ich führe das altbekannte Beispiel an der Yogis in Indien. Ein Yogi kann seinen Körper auf 3-5% Lebenskraft runterfahren, den können sie 6 Wochen begraben, 5 Meter unter der Erde, danach graben sie den wieder auf, dann fährt er seinen Körper wieder hoch und geht von dannen. Das hat's gegeben. Der Geist bestimmt, was im Körper abläuft. Ja, sie können beim Zahnarzt den Wahnsinn erleben oder im tiefsten Frieden sein. Das ist auch eine Frage der geistigen Einstellung. Ob sie Schmerz erleben wollen oder nicht, ja. Schmerz hängt auch mit dem Schuldproblem zusammen. Wir erleben Schmerz, weil wir verrückterweise ihn auch erwarten und danach unbewusst verlangen. Wir verlangen nach Niederlagen, wir verlangen nach Krankheit, wir verlangen nach Schmerzen, weil wir meinen, dass wir schuldig sind und Buße tun müssen. Das läuft aber unbewusst ab. Und da kann mir einer 10-mal sagen, Reinhard, bist du im Mittelalter stecken geblieben, du alter Kleriker? Das ist mir völlig egal. Das hier hat mit Tiefenpsychologie zu tun. Und die sitzt tiefer noch als das Mittelalter, als 5000 Jahre. Das geht viel weiter zurück. Und darauf basiert der Kurs in Wundern. Dass er diese tiefen psychologischen Strömungen, wie wir ticken, dass er das aufdeckt. Und das ist unsere Chance. Gehen wir zurück zum spannenden Schlussteil des Kaufmanns von Venedig. Jetzt wird's ernst. Portia, ein Pfund von dieses Kaufmanns Fleisch ist dein. Der Hof erkennt es und das Recht erteilt es. Shylock, o höchst gerechter Richter. Portia, ihr müsst das Fleisch ihm schneiden aus der Brust. Das Recht bewilligt's und der Hof erkennt es. Shylock, o höchst gelehrter Richter, na, ein Spruch, kommt, macht euch fertig. Portia, und er legt das Messer an. Wart noch ein wenig. Eins ist noch zu merken, und jetzt kommt's. Der Schein, der Schuldschein, der Schein hier gibt dir nicht ein Tröpfchen Blut. Die Worte sind ausdrücklich, ein Pfund Fleisch. Nimm denn den Schein und nimm du dein Pfund Fleisch. Allein vergießest du, indem du es abschneidest, nur einen Tropfen, jetzt kommt dieses Wort, Christenblut. Jetzt sind wir wieder in der Gruppenzugehörigkeit. Ne? Man muss nur auf der richtigen Seite stehen. Ne? Das ist ganz einfach. Auf der jüdischen steht man nicht sehr gut. Ja, ja, mein Gott, was für ein Wahnsinn. Nur einen Tropfen Christenblut, so fällt dein Hab und Gut nach dem Gesetz Venedigs, dem Staat Venedigs heim. Graziano, gerechter Richter, merk gut, o weiser Richter. Shylock, ist das Gesetz? Portia, du sollst die Akte sehen. Denn weil du dringst auf Recht, so sei gewiss, Recht soll dir werden, mehr als du begehrst. Der berühmte Satz von ihr. Mehr als dir lieb ist, sollst du Recht erfahren. Weil du es so forderst, allemal. Das ist stark, ja. Graziano, also der Freund vom Bassiano. O weiser Richter, merk gut, ein weiser Richter. Shylock, ich nehme das Erbieten, denn zahl dreifach mit mir meinen Schein und lass den Christen gehen. Jetzt macht er die Wende. Ja, das Angebot nimmt er, und es ist zu spät.
Es ist zu spät, es ist gelaufen, nicht? Ich nehme das Erbieten, denn zahlt dreifach mir meinen Schein und lass den Christen gehen. Bassanio, hier ist das Geld. Portia, halt! Dem Juden alles recht, still, keine Eil. Er soll die Buße haben, weiter nichts. Graziano, o Jud, ein weiser, ein gerechter Richter. Portia, darum bereite dich, das Fleisch zu schneiden. Vergieß kein Blut, schneid auch nicht mehr noch minder als grad ein Pfund. Ist's minder oder mehr als ein genaues Pfund, sei's nur so viel, es leichter oder schwerer an Gewicht zu machen, um ein armes Zwanzigsteil. Von einem Skrupel, ja, wenn sich die Waagschal nur um die Breite eines Haares neigt, so stirbst du und dein Gut verfällt dem Staat. Graziano, ein zweiter Daniel. Ein Daniel-Jude, Ungläubiger, ich hab dich bei der Hüfte. Und beim Graziano fällt auf, er lechzt nach Rache. Er genießt es, dass der Jude scheitert. Das ist sein Schwachpunkt. Ja. Er verliert. Sie merken es gar nicht, dass sie sofort verlieren. Sie merken es nicht. Portia, was hält den Juden auf? Nimm deine Buße. Shylock, gebt mir mein Kapital und lasst mich gehen. Ganz klare Aussage. Er will raus. Bassanio, ich habe es schon für dich bereit. Hier ist, der will noch zahlen, der Bassanio. Portia, er hat's vor offenem Gericht geweigert. Sein Recht nur soll er haben und den Schein. Jetzt besteht sie drauf, so wie Shylock vorher drauf bestanden hat, ja? Jetzt kriegt er seine Spiegelung, sozusagen, 1:1. Jetzt ist Schluss, jetzt wird genau so, rechnet sie jetzt mit ihm ab. Graziano, ich sag ein Daniel, ein zweiter Daniel, Dank, Jude, dass du mich das Wort gelehrt. Oh, das ist auch eine Anspielung, ne, aufs Alte Testament und so weiter, ja. Also sind schon einige Hämmer drin, Shakespeare war nicht dumm. Shylock, soll ich nicht haben, bloß mein Kapital? Portia, du sollst nichts haben als die Buße, Jude, die du auf eigene Gefahr magst nehmen. Dir soll geschehen nach deinem Willen. Das sagt sie eigentlich. Denn sein Wille ist stark. Und er hat ihn kundgetan. Immer wieder. Alle haben appelliert an sein Mitgefühl. Da war nichts. Da war nichts. Shylock, so lass es ihm der Teufel wohl bekommen. Ich will nicht länger Rede stehen. Er will raus. Klar, menschlich. Würde uns genauso gehen. Portia, wart, Jude. Das Recht hat andern Anspruch noch an dich. Es wird verfügt in dem Gesetz Venedigs, wenn man es einem Fremdling dargetan, dass er durch Umweg oder geradezu dem Leben eines Bürgers nachgestellt, soll die Partei, auf die sein Anschlag geht, die Hälfte seiner Güter an sich ziehen. Die andere Hälfte fällt dem Schatz anheim. Und an des Doge Gnade hängt das Leben und des Schuldgen einzig gegen alle Stimmen. In der Benennung, sag ich, stehst du nun, denn es erhält aus offenbarem Hergang, dass du durch Umweg und auch geradezu recht eigentlich gestanden, dem Beklagten, nach Leib und Leben. Und so trifft dich denn die Androhung, die ich zuvor erwähnt. Drum nieder, bitt um Gnade bei dem Dogen. Graziano, bitt um Erlaubnis. Und jetzt ist es der Ausdruck von absoluter Rachlust. Graziano, der Freund von Bassanio, bitt um Erlaubnis, selber dich zu hängen. Und doch, da all dein Gut dem Staat verfällt, behältst du nicht den Wert von einem Strick. Man muss dich hängen auf des Staates Kosten.
Das, da weiß man, wo man dran ist. Genau die gleiche Aggression. Dasselbe in Grün. Aber die, ja, das muss man erstmal klar sehen. Er ist nicht besser als der Jude. Überhaupt nicht. Doge, damit du siehst, welch anderer Geist uns lenkt, so schenke ich dir dein Leben, ehe du bittest. Dein halbes Gut gehört Antonio. Die andere Hälfte fällt dem Staat anheim, was Nachsicht mildern kann zu einer Buße. Portia, ja für den Staat, nicht für Antonio. Shylock, nein, nehmt mein Leben auch. Schenkt mir das nicht. Das ist ein typischer Ego-Impuls. Jetzt will er sterben. Ja, ist das, ich glaube, es wird klar, es ist sehr deutlich in dieser Dynamik. Jetzt will er wirklich auch ins Gras beißen, er will Schluss machen. Nach dem Motto, ich bin so niedergedrückt hier von allem, meine Niederlage, meine Schmach ist so groß, dass ich nicht mehr weiterleben kann und will. Und jetzt verlangt er nach Selbstbestrafung, eine Form von Selbstbestrafung. Ich bringe noch mal das Beispiel ja von unserer Bischöfin da in Deutschland. Die war natürlich in einem Konflikt jetzt. Man hat ihr das ja sehr schön freigestellt, ob sie im Amt bleibt oder nicht. Sie hat das entschieden, dass sie geht, ja. Und jetzt hätte es, der Ego-Impuls wäre gewesen, wenn sie geht, ja, dass sie sagt, ich will die Strafe. Ich will sie mehr als alles andere. Ich gehe. Also dann bestraft sie sich selber. Dann vollzieht sie das Gericht an sich. Ja? So, das wäre die eine Dynamik vom Ego her. Es gibt verschiedene Ego-Varianten. Die andere wäre vielleicht, ja, also so schlimm ist das nicht. Politiker sind genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Wir haben ja den einen Politiker in Bayern, wo durch so einen Unfall sogar einer gestorben ist, umgekommen ist. Der ist, glaube ich, heute noch im Amt. Also da sieht man, das misst man mit anderem Maß. Und es war ja auch die Diskussion, nur weil sie eine Frau ist, wird das schärfer gemessen. Ja, sind berechtigte Fragen, ne? Das kann man so sehen, ja. Und dass sie also leichtfertig weitergeht oder dass sie die Nicht-Ego-Variante aus dem Selbst wäre, entweder sie geht in Frieden und es ist ihr egal, sie kann es sofort loslassen, die Macht, ja. Das ist dann innere Freiheit, das könnte sein. Oder sie bleibt im Amt um des Amtes und der Menschen willen, dass sie die mehr sieht als ihre eigene Schmach. Das wäre auch ein Impuls aus einer höheren Ebene. Wenn sie die Notwendigkeit sieht, dass sie bleiben sollte, um Gutes zu bewirken. Aber dann stellt sie ihr eigenes in den Hintergrund und ordnet das einem höheren Ziele unter. Das ist jetzt die Frage, wie sie, mir steht es nicht zu urteilen. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation sie geurteilt hat. Sie hat zumindest mit Autoritätseinbußen argumentiert, dass sie die Autorität nicht mehr hätte, Dinge zu kritisieren, da sie selber schlecht dasteht. Ist für mich kein schlüssiges Argument, ist für mich zu schwach. Aber das nur nebenbei so. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wie wird sie sich entscheiden? Nicht? Was macht sie jetzt? Und meine Vermutung war eigentlich, sie bleibt im Amt. Ich war erstaunt, dass sie ging, dass sie sagte, ich höre auf. Ne? Also die Vermutung der meisten Menschen war, die bleibt im Amt. Das wird an ihr vorübergehen. Aber naja, sie hat es anders gesehen. Ne? Ist okay. Sie kann als Pastorin an der Basis viel Gutes wirken. Ne? Hat sie wieder mehr Zeit für die Leute. Das steht fest. Ne? Ist ja auch okay. Gut. So, wo waren wir jetzt? Jetzt muss ich schauen. Shylock, nein, nehmt mein Leben auch. Schenkt mir das nicht. Der verzichtet jetzt auf die Gnade. Das Verzichten auf die Gnade ist ein letzter Angriff auf Gott. Das ist eigentlich der Suizid hier. Der suizidiert sich selbst. Nach dem Motto, jetzt will ich sterben. Sollst mal sehen, Herr Gott, was du davon hast. Das ist der Triumph im Tod, wenn man sich selber richtet. Das ist alles Wahnsinn. Das Denksystem des Egos ist in sich immer wahnsinnig. Es ist logisch, aber verrückt. A ist verrückt und dann ist B, C, D, E, F, G bis Z. Ist alles verrückt. Man muss wissen, wie A ist. Was ist der erste Gedanke? Der erste Gedanke des Ego-Denksystems ist, die Trennung von Gott ist gelungen. Wir haben es geschafft. Ich habe mein eigenes Reich. Das ist der erste Gedanke, dass die Trennung ein ernstzunehmender Gedanke ist. Das ist A. Und dann kommt die ganze Schöpfung bis Z. Die ganze Geschichte, die wir hier erleben.
Ihr nehmt mein Haus, wenn ihr die Stütze nehmt, worauf mein Haus beruht. Ihr nehmt mein Leben, wenn ihr die Mittel nehmt, wodurch ich lebe. Portia, was könnt ihr für ihn tun, Antonio? Fragt sie ihn. Die Portia, er weiß ja nicht, dass es Portia ist, also der Advocatus, ja, fragt Antonia, was könnt ihr tun für ihn? Jetzt wendet sie das Blatt nochmal geschickt und fragt, was ist jetzt hier der Schachzug? Wie wirst du antworten? Der Mann ist in der Verzweiflung. Jetzt wollen wir sehen, was ist das Christentum wert, ja, könnte man sagen. Ne? So, Graziano, ein Strick umsonst, nichts mehr, um Gottes Willen. Na, der ist völlig klar, ne? Der weiß, was er will. Der will Köpfe rollen sehen, ne? Also seit den Kopf vom Shylock. Antonio, beliebt mein gnädiger Herr und das Gericht, die Buße seines halben Guts zu schenken, so bin ich es zufrieden, wenn er mir die andere Hälfte zum Gebrauche lässt, nach seinem Tod dem Mann sie zu erstatten, der kürzlich seine Tochter stahl. Das ist nämlich ein Freund vom Bassanio, der hat die Tochter Jessica vom Shylock, ja, entführt. Die wollte natürlich auch entführt werden, klar. Die Frauen machen das immer so, ne? Sie wollen auch, aber es sieht nach Entführung aus, ne? Also gut, das ist Shakespeare, ne? Er hat da sehr nett so ein paar Episoden reingebaut, ne? Die Jessica ist unter der Knechtschaft auch ihres Vaters. Sie ist natürlich sehr gedrückt durch dieses dunkle Judentum. Und die Isolation auch als Jüdin, ne? Das ist natürlich auch ein schweres Schicksal. Sie will da raus, was verständlich ist, das ist klar. Von daher menschlich. Der kürzlich seine Tochter stahl. Noch zweierlei bedinge ich, dass er gleich für diese Gunst, und jetzt kommt der Hammer, mit dem ich nicht einhergehe, sage ich ganz offen, da möchte ich immer reinspringen und sagen, der Satz muss raus. Ne? Aber Sie können es sich lassen, das ist halt so. Für diese Gunst das Christentum bekenne. Kunststück. Das, klar, er wird es nachplappern und ganz überzeugt sein, dass er nun Christ ist, ne? Weil es ihm sein Leben rettet. Was würden wir denn tun, wenn uns Muslime da den Dolch, den Degen an den Hals setzen und sagen, übertreten zum Islam oder sterben? Ne? Würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja klar, Allah ist groß, ne? Amen. Ja, sicher. Mein Gott, ist das ist überzeugend? Nein, nein, das kann gar nichts. Ne? Das ist die nackte Angst, der Wahnsinn. Aber das ist so, naja, der Zeitgeist auch. Das Christentum fühlt sich ja doch sehr überlegen. Bezahlt mit eigenen Irrtümern für diese Anmaßung. Es wäre in der Demut überzeugender. Für diese Gunst das Christentum bekenne, zum anderen stelle er eine Schenkung aus, hier vor Gericht, von allem, was er nachlässt, an seinen Schwiegersohn und seine Tochter. Okay, kann er machen. Doge. Das soll er tun. Ich widerrufe sonst die Gnade, die ich eben hier erteilt. Portia, bist du's zufrieden, Jude? Nun, was sagst du? Shylock, ich bin's zufrieden. Portia, ihr Schreiber, setzt die Schenkungsakte auf. Shylock, ich bitte, erlaubt mir, weg von hier zu gehen. Ich bin nicht wohl. Na, da wäre mir auch nicht ganz wohl. Genau, ich bin nicht wohl, schickt mir die Akte nach und ich will sie zeichnen. Ja, klar, das ist logisch. Doge, geh denn, aber tu's. Graziano, wieder so ein Hammer, ne? Er kann's nicht lassen, das sind dann die tollen Christen. Du wirst zwei Paten bei der Taufe haben. Wär ich dein Richter, kriegtest du 10 mehr zum Galgen, nicht zum Taufstein, dich zu bringen. Er setzt nochmal nach. Also der Graziano hat ein Aggressionsproblem, ne? Und das haben wir wahrscheinlich alle, ne? Weil das ist so typisch, ne? Das setzt noch ein paar drauf. Ne? Gut, also das war eigentlich so der Kern, diese ganze Verhandlungsgeschichte. Damit haben wir das soweit. Es lohnt sich, wie gesagt, wenn man nicht lesen will, dann den Film zu sehen. Oder wenn es eine Aufführung gibt, natürlich live, ne? Auf der Bühne, ist ja ein Bühnenstück. Das ist natürlich stark. Es gibt ja Inszenierungen, sicherlich sehr gute, wenn es mal läuft, sich das anzuschauen. Es berührt einen schon sehr tief. Ich möchte zum Abschluss noch kurz was vorlesen und dann, wenn noch Fragen sind, gehen wir noch auf Fragen ein. Ja? Der Geist, der denkt, er sei Sünde, hat nur das eine Ziel, dass der Körper Quelle sei der Sünde, um ihn in dem Kerkerhaus zu halten, das er gewählt hat und bewacht und wo er selber sich in Schach hält,
als schlafenden Gefangenen, der knurrenden Hunde, von Hass und Bösen, von Krankheit und Angriff, Schmerz und Alter, Gram und Leiden. Hier werden die Opfergedanken aufrechterhalten, denn hier regiert die Schuld und sie befiehlt, die Welt sei wie sie selbst. Doppelpunkt. Ein Ort, an dem nichts Gnade finden, noch die Verwüstungen der Angst überleben kann, außer in Mord und Tod. Ist so. Da ist was dran. Es geht immer um diese eine Thematik. Wer ist schuld und an wem können wir uns rächen und wie werden wir dieses ungute Gefühl letztlich los? Denn hier wirst du zur Sünde gemacht und die Sünde kann die Freudigen und die Freien nicht ertragen, denn sie sind Feinde, die die Sünde töten muss. Deswegen war Jesus zum Tode verurteilt. Ist völlig klar, weil die Sünde die Menschen, die geritten waren von diesem Wahnsinn, dieser Idee der Trennung, sprich der Sünde, der Sündhaftigkeit, der Schuld, die mussten ja in ihm eine Provokation sehen, dass der sagt, es gibt nur Liebe, mal ganz verkürzt gesagt. Es gibt nur das Reich Gottes und davon rede ich und da will ich hin und ihr seid hier in einem Wahn. Ja? Hier wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war für die absolute Provokation. Deswegen mussten sie ihn umbringen. Und dann kommt es noch besser, nicht seine Jünger, die ihn ja auch verleugnen und so weiter, ehe der Hahn dreimal gekräht hat und so weiter. Denen begegnet er dann und die zittern regelrecht erstmal vor ihm und denken, der muss ja jetzt stinksauer sein, wir haben ihn ja noch verleugnet. Ne? Und er sagt, Leute, ich bin die Liebe selbst, es ist alles in bester Ordnung, ich kann nur lieben und ihr seid das eigentlich auch, ihr habt es nur noch nicht erkannt, bitte keine Angst, es tut nicht nötig. Ich bin bei euch alle Tage, ja, bis ans Ende der Welt. In der Welt habt ihr Angst, das ist keine Frage, ja, aber ich habe das überwunden. Und in Klammern, ihr könnt das auch durch mich. Durch mich könnt ihr in diesen geistigen Zustand, in dieses Sein finden. Und das ist für mich die frohe Botschaft. Das ist dann keine Drohbotschaft mehr, ja, womit der Schuld operiert wird und womit der Schuld Machtstrukturen aufrechterhalten werden. Denn hier wirst du zur Sünde gemacht und die Sünde kann die Freudigen und die Freien nicht ertragen, denn sie sind Feinde, die Sünde töten muss. Im Tod wird die Sünde erhalten. Wichtiger Gedanke. Und diejenigen, die denken, dass sie Sünde sind, müssen für das sterben, wofür sie sich halten. Toller Satz. Genial. Ja? Nicht der Tod ist der Sünde sollt und so weiter. Sind ja auch die klassischen Sätze in der Bibel. Wir kennen das ja wahrscheinlich noch. Das ist ein Gedankensystem, ein Denksystem, das in sich so krank, so absurd ist. Das führt zu einem absurden Gottesbild, wo wir eigentlich nur Angst haben können vor Gott, ja, und uns vor ihm fürchten müssen und vom jüngsten Gericht und nicht gerade begierig sind, in das Himmelreich zurückzukehren. Weil wir wissen, da kommt erst noch die dicke Keule. Ne? Also vorher zieht euch noch mal warm an, ne? Das wird furchtbar. Und ob er uns dann gnädiglich noch aufnimmt, das wissen wir ja überhaupt nicht, ne? Wie die Sache ausgeht. Also doch eine sehr traurige Geschichte. Ja? Und noch was zum Tod. Der Tod von Körpern ist völlig bedeutungslos. Der hat überhaupt keine Bedeutung, weil der Geist den Körper projiziert in seinem Sein, projiziert er Bilder. Der Körper ist nur ein Bild im Geist. Und ob ich mit einem Bild in meinem Geist mich identifiziere und glaube, das ist jetzt hier Reinhard Lier und mein Körper, oder ob ich das nicht tue, ob danach der Körper wieder weg ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Mein Geist ist immer da. Der Körper existiert als Bild in meinem Geist, nicht mein Geist in meinem Körper. Das ist eine völlig andere Perspektive, die der Kurs hat. Ja, das ist sehr wichtig. Und das ist die große Enttäuschung aller Selbstmörder, Suizidalen, die sich umbringen und merken, Herrschaftszeiten, das ist doch saublöd, ich bin immer noch da. Ja, das merken sie alle, irgendwann merken sie es. Hat Hermann Hesse ja in Steppenwolf sehr schön geschildert, ja, diese Grundproblematik. Die sehen plötzlich, ich bin noch da und ich verstehe das nicht. Wie kriege ich dieses Stück Holz jetzt um die Ecke? Beziehungsweise sie halten sich ja dafür und merken dann, nee, ich bin immer noch da, seltsam. Und ich war gerade bei meiner Beerdigung, saublöd.
Und trotzdem bin ich noch da. Ich verstehe es nicht. Nicht? Also der Körper ist das kleinste Problem, ein Stück Holz, so wie das hier ein Stück Holz ist, der Klöppel, ja, und es hat keine Bedeutung in sich, überhaupt keines, nur ein Symbol der Trennung. Ein Klöppel und noch ein Klöppel, so, und die kämpfen jetzt miteinander, ne? Die spielen Kasperle-Theater, ne? Bis hin zu Auschwitz, ist dasselbe, vom Prinzip her dasselbe, man darf es nicht laut sagen, aber es ist so. Das Elend, das Leiden, ja, man mag meinen, dass es ein Schlimmeres und ein weniger Schlimmes gibt. Ich glaube, es ist alles schlimm. Und das Leiden ist graduell. Das sind Formfragen. Ob ich beim Zahnarzt einen Heldentod sterbe, ja, wenn der meinen Nerv trifft und ich da wahnsinnig werde vor Schmerzen und kollabiere oder in einem Lager bin, gefoltert werde oder was. Schön ist das alles gewiss nicht. Und man darf es auch nicht vergleichen. Leiden ist Leiden, Punkt. Und jeder erlebt das subjektiv erstmal auch als die Hölle, ja, irgendwo. Und wir alle haben einiges mitgemacht und wissen, es ist nicht lustig, es ist nicht schön. Gut. Der Gedanke war ja eine Lektion in Unbarmherzigkeit. Das ist der Kaufmann von Venedig, also der Shylock, nicht? Und diese Unbarmherzigkeit, diese Verhärtung im Geist, es ist eine geistige Verhärtung im Körper nicht. Ja, das spielt keine Rolle. Die Verhärtung im Geist, die ist der Punkt für uns alle. Wir alle sind verhärtet im Geist, weil wir alle dieses Element in uns haben. Den anderen, den kriege ich, ne? Den verfolge ich jetzt. Der hat mir das angetan und das lasse ich nicht mit mir machen und so weiter. Und wir wollen Rache. Und diese Verhärtung, das Wunder ist, wenn wir anderen Geistes werden können, und das ist für mich ein Wunder, dass ich am Ende die Waffen niederlege und sage, ich will nicht mehr schießen, ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr angreifen, ich mache diesen Wahnsinn nicht mehr mit. So Nelson Mandela, ne, auf der großen Ebene, aber das hat, wie gesagt, die kleinen Nelsons gibt es überall, die sagen, nein, das beantworte ich jetzt anders. Ich hau da nicht mehr drauf, ne? Ich mag das nicht, ich will das nicht. Und das ist eine Entscheidung. Und die können wir nur treffen, wenn wir klar werden und eine Rückkopplung in unserem Geist kriegen zu dem Teil, der heil ist. Da ist ja ein Teil, der ist heil, Gott sei Dank. Und sich um diese Verbindung zu bemühen, das sind die 365 Lektionen in diesem netten Buch hier. Ja? Und die sollte man durchlaufen, auch wenn es 5 Jahre dauert. Das ist ja wurscht, das ist ja egal. Die muss man nicht in einem Jahr schaffen oder in 2. Das ist egal. Aber das mal zu machen und zu erleben, ich spüre das bei mir, der Geist wird umgebaut. Da kommt eine Umpolung, da findet etwas ganz Subtiles, Tiefes statt. Ja, nicht so spektakulär nach außen, gar nicht mal. Aber plötzlich erlebe ich, jetzt erlebe ich mehr Frieden in meiner Lebenssituation. Äußerlich hat sich vielleicht gar nicht groß was geändert unter Umständen. Ja? Und trotzdem kann ich mehr Frieden erleben. Ich muss nicht die Welt als Bedrohung erleben. Das ist Geisteswandel. Und das hat mit Barmherzigkeit zu tun. Weil wenn ich barmherzig werde, mir und anderen gegenüber, kann das gespiegelt werden entsprechend auch wieder. Ja? Dann erlebe ich das auch eher. Das ist doch völlig klar. Wenn Sie dieses simple Gesetz ja mit dem Lächeln, lächeln Sie mal ein bisschen öfter am Tage, ne? Lächeln Sie mal andere Leute an, die sind sehr schnell versucht, auch zu lächeln. Ich habe das neulich gesehen beim Autofahren, steht einer neben mir vor einer Ampel, ja, und das ist ja selten genug, dass man mal so rüberschaut und auch sich in die Augen schaut, war ein älterer Herr und der lächelte mich an. Und sofort lächelte ich zurück, ich konnte gar nicht, es war entwaffnend, ne? Entwaffnend. Ja, ich musste keine Waffe mehr erheben nach dem Motto, der will jetzt was von mir. Ne? Nein, nein, nur ein Lächeln. Und das ist ansteckend. Das ist ein Reflex, wenn wir den mehr drauf hätten, auch im geistigen, jetzt übertragenen Sinne, ja, dass wir friedvoll den anderen anschauen wollen, mit Barmherzigkeit hinschauen wollen, das wäre viel. Das würde den Schuldkonflikt austrocknen im Geiste. Und das ist eigentlich die Vergebung. Also wenn ich beim anderen Schuld zu sehen meine, dass ich erkenne, das hat auch was mit mir zu tun. Und wie gehe ich jetzt mit mir um, wenn ich den anderen verurteile? Was macht das mit mir? Und wie gehe ich mit ihm um, wenn ich barmherzig schaue? Und sage, wissen Sie, jeder hat meine schwache Stunde. Ne? Hat ja auch jeder, habe ich ja auch gehabt. Und wir haben alle unglückliche Entscheidungen getroffen. Das ist menschlich.
Und manche Entscheidungen waren vielleicht noch ein bisschen unglücklicher als andere, klar. Aber was soll's? Die gute Nachricht, es war nur ein Traum. So real wie unsere Träume real nachts sind. Am Morgen finden wir keine Leichen unterm Bett. Die 5 Leute, die wir nachts umgebracht haben, liegen da nicht. Keine Sorge, das wissen wir alle. Wir müssen nicht unter das Bett schauen. Das ist doch beruhigend zu wissen. Und wenn wir mal in der anderen Wirklichkeit, in der eigentlichen Wirklichkeit ankommen, dürfen wir sicher sein, da wird nichts gerechnet. Außer wir rechnen noch. Dann erleben wir Rechnen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich oder sein Wahnsinn, seine Hölle. Mögen wir nicht mehr rechnen. Ich will nicht rechnen. Hier haut jeder daneben. Das ist die irdische Gegebenheit. Das ist normal. Der normale Wahnsinn. Was soll's? Milde Schau. Ja, das wär's vielleicht. Fragen noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Mich hat die Härte erschüttert, ne, in Shylock. Das ist meine eigene. Schöne Grüße vom Getriebe, ne? Genau. Das ist meine eigene. Klar, es hat mich erschüttert. Deswegen kam ich auf diesen Titel, eine Lektion in Unbarmherzigkeit. Und wir haben das alle in uns. Dramatisch. Es ist da. Und wenn einer den Kurs macht und mir sagt, ach, einer, das ist ein Heim, ja, ist alles wunderbar, ist alles so easy und so weiter. Und nee, dann hat er noch nicht hingeschaut. Wir müssen erst einmal hinschauen in die eigenen Untiefen. Der Kurs ist ein Kurs im Hindernis anschauen, nicht in der Liebe. Die Liebe ist nicht lehrbar. Die Liebe kommt später, das sehen wir denn schon, wenn es soweit ist, wenn der Vorhang gelüftet ist und wir durch all das durch sind. Wenn wir in der wirklichen Welt sind und zum Schluss eingehen, zurück in die Totalität des Geistes, dann brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen. Aber wir müssen mal die Vorarbeit, die ist jetzt hier, die ist unendlich wichtig, hier in dieser Welt, gerade hier, weil es hier so ideale Klassenzimmerbedingungen hat. Weil hier so viele Leute rumlaufen. Der Wahnsinn! Ja, sozusagen. Das ist ideal. Da können wir was lernen. Da können wir was lernen. Bitte. Was ist, wenn ich die ganze Geschichte überhaupt nicht werte, wenn ich sie als Theater betrachte und überhaupt nicht an mich herangehen lasse? Ja. Wenn ich das überhaupt nicht, ich sehe wohl in mir gewisse Charaktere, natürlich, aber ich werte sie nicht. In dem Moment, wo ich sie doch nicht werte, sende ich sie auch nicht wieder. Das zeigt sich in dem Moment, wo dich dann dein Ehemann verlassen hat. Denn sehen wir mal, ich sag nur, ich nehme ein Extrembeispiel, ja. In dem Moment, wo zum Beispiel ein Partner einfach geht und sagt, schau, das war's. Wenn wir dann noch im Frieden Gottes sind, Respekt, dann haben wir die Übung gut gemacht. Und wenn wir dann sagen können, Schatzele, die Tür war immer offen, das ist hier kein Knast. Du kannst jederzeit gehen, nicht schlimm. Ja, das wäre dann die Meisterübung, ja, zum Beispiel. Ne? Wenn wir dann wirklich in diesem Frieden sind. Die Frage, ist es Theorie oder schon Praxis? Haben wir schon gegessen, die Wahrheit, oder haben wir nur von gehört und philosophieren darüber? Ja, zunächst einmal philosophieren wir und lesen das Buch und hören viel davon. Und dann kommt der Ernstfall. Irgendeiner, der uns arg auf den Zeh tritt, aber so heftig, dass er blau wird. Vielleicht sogar schwarz anläuft, ja? Und dann wird sich zeigen, wie wir dann reagieren. Dann wird es spannend. Ich sag nur, die Ideen von Kino und dass das alles nur ein Film ist, ich liebe die sehr, es sind hilfreiche Bilder, ich kann das nachvollziehen, aber in der Praxis, in der emotional gelebten alltäglichen Situation, da zeigt es sich. Wenn hinten im Spiegel Polizei auftaucht, ne? Blaulicht, und dann die Kelle raus und dann bitte folgen Sie mir auf dem Parkplatz, so. Bin ich dann noch im Frieden Gottes? Ist da alles noch Paletti? Ja, und da kommt mein Bruder gerade in Uniform. Macht ja nichts. Ist ja nur Kino, ne? Das jetzt wird spannend, ne? Hallo Bruder, ne? Wie geht es dir, ne? So, Herr Wachtmeister, ne? Und so, wie haben wir es denn heute? Kann ich da im Frieden, oder beschleichen mich da ungute Gefühle, nämlich Schuldgefühle? Das ist ja die Frage. Da wird es spannend. Da sprechen wir uns ja wieder. Ja, das ist, ich rede von der Praxis. Ne? Ich sag nur, das sind die ernsten Situationen. Bei Polizei hat jeder Schuldgefühle. Ne? Jeder überlegt, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich jetzt das Licht nicht angemacht? Ist mein Auto schief, krumm oder was ist los? Irgendwas muss schief sein. Noch eine Frage? Das Leben zeigt.
das Leben Salz. Dann gehen wir einen Moment in die Stille noch, ja, wäre mein Vorschlag. So, wir haben ja noch viel Input gehabt. Kleinen Moment noch. Vielleicht noch mit einem Abschlussgedanken, nämlich dem entscheidenden Gedanken, dass ich anderen Geistes werden könnte, dass ich den Ort des Wahnsinns, die Wüste, wie auch immer, verlassen kann. Ich kann das hinter mir lassen, wenn ich es will, und mich einem anderen Lehrer anvertrauen, der Stimme in mir, die wir vielleicht als Heiligen Geist bezeichnen mögen, Jesus, der Engel, wie auch immer es jeder verstehen mag. Ein anderer könnte mich leiten. Und ich könnte Frieden erfahren, hier und heute schon, in dieser scheinbar vorhandenen Welt. Und dann ist es bedeutungslos, ob ich noch einen Körper habe oder nicht. All die Formfragen werden unwichtig. Dass ich anderen Geistes werden kann, das ist das Wunder. Ich will es für mich in Anspruch nehmen, einladen, darum bitten. Shylock, du bist mein Bruder. Du bist auch ich. Dich kenne ich gut. In mir. Dein Zorn, deine Angst, deine Rachegelüste, all das soll Heilung in mir erfahren. Denn in Christus sind wir geheilt. In der Liebe Gottes sind wir geheilt. Jetzt. Und wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Dann sind alle in mir, in Anführungsstrichen, geheilt. Antonio, Bassanio, Shylock, der Doge, Portia, alle. Ein schöner Gedanke. Dann sind sie alle geheilt. Und wir haben Frieden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit, wünsche einen guten Heimweg. In 4 Wochen geht's weiter. Schauen wir mal. Im Prospekt stehen die Themen drin oder auf der Homepage lier.de. Würde mich freuen. Guten Heimweg. Danke.